Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 2019 auf der Hofbergmann mit dem Dijon Farm. Hallo! Der hier probiert, Bier rückwärts zu fahren. Ja, Servus auch dem Menschen. So, unsere Felder sind angesät. Es ist doch ein bisschen laut, diese Musik, habe ich das Gefühl. Aber ich guck mal heute, wie das ist von der Lautstärke. Und ich fahre jetzt mal kurz zum Händler und organisiere uns noch ein bisschen was für die Forstwirtschaft. Ja. Und dann müssten wir überlegen, ob wir uns noch einen Anhänger für den Viehtransport holen. Aber das ist teuer, glaube ich, gell? Ja. Weil unser Problem ist, die Ziegen und die Schafe, die haben keine, oder ne, 450 Stunden Reproduktionsrate. Das ist natürlich katastrophal. Weil wir von allen eben nur zwei gekauft haben. Oder wir müssten jetzt bei den Tieren extremer aufstocken. Ja. Also was wir aber eher nicht machen werden. Nee. Eher jetzt die ganzen Tiere umwandeln in eine Rasse, dass wir da vorwärts kommen. Ja. So, ich bin gerade bei der Anneliese auf den Hof gefahren. Ich gehe mal gerade rein zu der. Hallo Anneliese. Die redet heute nicht mit mir. So, da wir beide das Anderson DLC drauf haben, können wir hier den Anderson M160 nehmen. Da ist so ein Holzanhänger. Genau, so meine ich das. Und den kaufen wir uns, oder? Ja, direkt kaufen. Und dann bräuchte ich noch eine Kettensäge. Ja. Da habe ich eine McMuloch gekauft. So, was brauchen wir noch? Eigentlich nichts mehr. Zum Aufladen? Aufladen brauchen wir noch irgendwas. Oder wie. Achso, nee, haben wir ja am Anhänger. Ja. Sag mir das doch. Habe ich doch. Oh, der ist aber klein, der Anhänger, ey. Deshalb ist der so billig. Ja. Also, der ist wirklich. Der ist mini. Da passen zwei Bäume drauf und dann ist der voll. Ah ja. Oh, ich stehe hinten. Ne, hast du den schon mal gesehen? Ne. Der ist schon ein bisschen mickrig. Egal, soll uns nur ein bisschen Geld bringen. Ja. So. Wir wünschen euch natürlich einen schönen Sonntag. An dieser Stelle, und wenn es euch gefällt, lasst gerne mal ein Like, Abo oder Kommentar da. Am besten alles. Und genau, morgen natürlich schon mal einen schönen freien Tag. Ja. Also nicht für alle, glaube ich. Pfingsten ist ja, glaube ich, nicht für alle. Aber für mich. Für mich auch. So. Ich muss sagen, die Position, die ich jetzt habe mit dem Stuhl hier und so, ist ganz angenehm. Ist ganz nice. So, fahren wir gerade zu unserem kleinen Waldstückchen. Ja. Und dann könnten wir da theoretisch auch noch Feld anpflanzen. Auf da, wo der Wald ist, meinst du? Ja. Ja, das könnten wir uns dann überlegen. So. Dann säge ich die mal gerade um. Jo. Und wir haben jetzt schon 181.000 hier im Strohlager. Und das. Eine halbe Million gehen rein, hast du gesagt. Genau, also aus meiner Erfahrung geht eine halbe Million rein. Okay.
Also wenn du jetzt 100, wie viel hast du gesagt? 180? Ja. Dann müssten jetzt ungefähr 40% drin sein. 36. Genau. Also bei 200 müssten es 40% sein. Dann stimmt meine Rechnung. So, dann erst mal. Na, geh weg hier. Ach, das ist echt ein bisschen langsam, das Strophenlese. Ja, das stimmt. Du kannst ja mal gucken, ob die Tiere genug Wasser haben. Ja, das kann ich gerne gucken. Im Notfall bei denen mal ein bisschen auffüllen. Mit der Milch würde ich noch ein bisschen warten, bis wir die in die Molkerei oder in die Käserei rüber tun. Da sind ja eh nur erst 360 drin. Ja, eben. Deshalb ist er noch nicht viel. Oh, der ist aber agil hier, der Kran. Also, weil sieht ganz gut aus. Höchstens mal ein bisschen Stroh nachfüllen, aber. Das stimmt, weil. Bist du ja gerade schon dran? Nee, in Strohlager. Aber die Enten. Was wollten die jetzt? Also, bei den Schafen könntest auch mal. Dass du die. Stroh und Wasser. Nee, dass du die verteilst, weißt du? Also, dass du da von einer Rasse nur welche kaufst. Jo, so, welche wollen wir denn kaufen? Das ist eigentlich relativ. Schwarz-Weiß, oder? Schafe? Nee, wenn dann weiße. Weiße oder schwarze? Weiße oder schwarze? Dann nehme ich weiße. Ja, da würde ich auf eine Farbe setzen. Okay. So. Dann tue ich das mal eben. Hallo, mach den Motor aus. Ich hab den Motor aus. Nein. Jetzt auf einmal geht's okay. Gehen. So. Oh, irgendjemand hat das Tor hier aufgelassen. Von den Tieren? Ja. Das ist ungeschickt. Weiß, hast du gesagt, ne? Ja, weiß. Aber ich weiß, wer das Tor aufgelassen hat. Wer denn? Du. Also ich. Als du das letzte Mal diesen John Deere Gato geholt hast. Hast nicht zugemacht. Ja, dann habe ich jetzt ein paar. Sind die jetzt weggelaufen, die Schafe? Jetzt habe ich erstmal 19 weiße Schafe. Dann können. Wir können jetzt aber was verkaufen. Und die anderen hast du verkauft. Die Ziegen und alles ganze Zeug. Ja, das habe ich direkt im einen gemacht. Ja, also. Dann ist er schon mal gut. Sieht ja interessant aus. Wie du da stehst. Ist ja auch cool gemacht. Ja. Ja. Und dieser Baum, der will nicht ganz so. So. Du kannst mal oben noch Bäume entlasten. Also du bist fertig. Nee. Wenn du nichts zu tun hast, meine ich. Nee, ich muss noch Stroh fahren. Für die Kühe, für die Dings. Für die Dings ist immer gut. Ja. Für die Schafschäfchen. Ja, dann braucht es erstmal noch ein Kramer. So, ich probiere hier das richtig zu machen, aber der Arm ist auch nicht ganz so stabil wie der vom Standard Anhänger. Irgendwie geht es hier nicht mehr. Naja, wird schon irgendwie klappen gleich.
So, eigentlich war der Stamm hier unten der beste. Ich hole den mal gerade nochmal raus, dann kann ich damit vielleicht den als Metermaß benutzen. Jetzt werden die alle so unterschiedlich lang. Bist du überhaupt noch da? Ich höre dich ja nicht mehr. Ich bin noch da. Ich dachte, du wärst eingeschlafen. Ich bin nur konzentriert. Nein. Wieso denn das? Weiß ich auch nicht. Weil ich einfach gut bin. Und dann musst du dich konzentriert, weil du konzentrieren, weil du gut bist. Ja, genau. Ist immer bei mir so. Ups. Ups, saß da. So. Also was nachteilig bei dem Anderson Anhänger ist, dass er nicht so groß ist. Ja, aber deswegen ist er wahrscheinlich auch so günstig. Ja, also mit groß meine ich nicht nur die Größe an sich, sondern auch dass der Arm nicht so weit reicht, dass der generell einfach kleiner ist. Das ist ein bisschen nachteilig. Na, komm her. Wo kriege ich denn eigentlich das Holz los? Gibt es hier eine Sägerei? Ja, Moment, ich schaue. Oh, das, warte. Die zur Schreinerei. Ah ja, okay. Dann ist ja gut. Oder weißt du, was das Problem ist? Nee. Wir können die da nicht verkaufen. Warum nicht? Ist kein Trigger verbaut. Ja, aber warte mal, wo ist denn das? Wo ich bin, bei der Schreinerei. Ja, Moment, ich komme gerade mal hin. Das ist ja hier immer so. Dass es so aussieht, als gäbe es keinen Nein, Trigger. das wurde im Stream von der auch getestet. Hier ist nirgends ein Trigger. Ja, was macht man da mit dem Holz? Weiß ich nicht. Das ist ja ungeschickt. Ja, ist mir gerade so noch eingefallen. Aber Hackschnitzel kann man verkaufen. Hackschnitzel können wir verkaufen hier. Ein Hackschnitzel-Tomat. Was ist Das denn? Nee, kann man auch nicht verkaufen, gibt nämlich keinen Preis. Was? Für Hackschnitzel gibt's. Ach doch, hier, das ist Hackschnitzel. Schreinerei und Abdeckerei. Ich weiß zwar nicht, weshalb die Abdeckerei Holz braucht, aber. Wo ist denn die Abdeckerei überhaupt? Ah, da oben. Das ist in irgendeinem Industriegelände. Abdeckerei ist für Tiere zum Schlachten. Und Das dann, steht, glaube ja. ich. Nee, da steht keiner drin. Hallo. Und er will nicht mit mir reden. Oh, der geht. Okay, Hackschnitzel kommt dann hier wohl ran. Ja, toll. Was machen wir denn mit dem Holz? Keine Ahnung. Wir können das ja hier ver. Was kostet denn so ein Holzhexer zur Für was gibt es Miete? hier denn Forstgebiete? Das kann nicht sein, das kann ich mir nicht vorstellen. Wir werden mal zwischen den Folgen nachgucken. Oder wir müssen irgendeinen Mod draufnehmen, wo man dann mit dem Holz den verkaufen können oder so. Weiß nicht, ob es da was gibt. Nee, das war. Der ist einfach nicht von Andi verbaut worden. Ganz einfach. Aber das ist ja doof. Weil ich glaube, weil er nicht wusste, wie das geht oder sowas war das. Ja, toll, dann lasse ich es einfach weg, oder wie? Ich weiß nicht, warum. Den Grund hat schon bestimmt.
Was ist das für ein doofer? Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Anderson-Dinger, der gefällt mir nicht so gut. Der Anhänger. Mhm. Einfach weil der nicht so kräftig ist. Ja. Und auch von der Bedienung her scheint mir der ein bisschen anders zu sein wie das Original. Jetzt ist der Stamm wieder rausgefallen und er liegt so weit hinten, ich kann den nicht greifen. Wow. Und jetzt komme ich nicht mehr runter. Wenn ich den ganz ausgestreckt habe, dann komme ich nicht mehr runter mit dem Arm. Mhm. Ist ja komisch. Leicht, ja. Und er ist aber so weit weg, dass ich da nicht drankomme. Ich kann den nicht mehr greifen. Komisch. Alter, nee. Von der ersten Holzladung wird ein gescheiter Anhänger gekauft. Ah, jetzt habe ich ihn. Aber das ist ja katastrophal, ey. Also ich habe ja erst gedacht, oh, Anderson DLC ist ja doch für was Nütze, aber wenn ich das hier mir angucke... Ja. Bleibt es wirklich nur dabei, dass es für die Futtermischer ist. Ja, und die Beinsammler. Finde ich nicht. Nicht? Rundballen, okay, aber Quaderballen ist für ein... Nee, Quaderballen ist für ein A. So schaut's aus. Also ich konnte das Stroh hier vorne abkippen, wo man auch das Futter abkippt. Musst du nicht reinfahren. Ja, das kann sein, dass da dann zwei Tricke verbaut sind. Jetzt haben die genug Stroh. Haben wir noch irgendwo Heu? Rumfliegen? Ja, im Heuschobe wahrscheinlich. Ach, ja. Hm. Ich bin Ibims Gehirn. Können Sie mal gerade in den Ding reinhüpfen? In was? In den Anderson Dinger hier. Ja, kann ich. Ja. So, ja, reinhüpfen. Drin dich draufstellen. Ja. Brauch eine Thumbnail. Okay. Gut, weil Leute, wir sind schon wieder am Ende der Folge angelangt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis morgen. Haut rein, macht's gut. Bis dahin. Ciao. Ciao.